Ein Video mit Sliderfahrt erstellen ohne Slider. Und damit herzlich willkommen bei einem neuen Technikvideo hier auf dem Semu-Kanal. Und ja, ich habe bei der GA5 eine ganz interessante neue Funktion entdeckt, die mir vorher irgendwie nicht so wirklich was gesagt hat. Und zwar bei der Funktion 4K live schneiden kann man aus sozusagen einem 4K Sensorsignal ein Full HD Signal generieren, was dann entsprechend natürlich einen Mordspielraum in diesem 4K-Bereich hat. Und diesen Spielraum kann man nutzen für eine Sliderfahrt. Und das ist ziemlich cool. Und wie das Ganze funktioniert und wie man das einstellen kann, das seht ihr jetzt. Ich bin jetzt hier im manuellen Videomodus. Den habe ich oben am Moduswählrad der GH5 eingestellt. Wir haben jetzt hier das Rode Video Micro ziemlich im Zentrum platziert. Wir wollen die Sliderfahrt relativ weit am Rand, dann über das Zentrum etwas weiter nach unten verlagern. Dadurch, dass wir zum Beispiel bei einem Objektiv klassischerweise haben wir immer das Problem, der Zentrumsbereich ist immer sehr scharf und zu den Rändern hin ist es gerade bei Offenblende dann doch etwas unschärfer. Deswegen empfehle ich euch hier auf jeden Fall abzublenden. Ich bin jetzt hier auf Blende 4 gegangen bei dem Vogtländer 10,5 mm. Deswegen musste ich hier auch den ISO-Wert auf 1600 stellen, weil ich hier nicht so eine wirklich besonders gute Beleuchtung habe. Aber der Anschauungshalber sollte das jetzt mal ausreichen. So, und dann können wir das Setting jetzt letztendlich einstellen. Wir gehen hier auf das Kameramenü und sind im manuellen Videomodus und gehen auf die zweite Seite, gehen auf die Funktion 4K live schneiden und dann haben wir zwei Einstellmöglichkeiten, entweder 20 Sekunden oder 40 Sekunden. Die beschreibt im Prinzip dann die Geschwindigkeit der Sliderfahrt und wir würden jetzt in dem Fall mal auf 20 Sekunden gehen und dann kommt ein neuer Bildschirm, wo wir dann sehen, okay, ich habe zwei Rahmen, ich habe einen weißen und einen gelben Rahmen mit Pfeilen. Der gelbe Rahmen mit Pfeilen ist sozusagen meine Startposition, deswegen steht hier oben auch Start. Das heißt, ich kann jetzt hier mit dem Joystick meine Startposition entsprechend verändern. Und dann kann ich jetzt hier zum Beispiel sagen, ich fange jetzt hier an, warte einen kleinen Moment und dann kann ich hier auf Einstellen gehen. Dann habe ich meinen Startpunkt gesetzt. Das sehe ich da dran, weil hier jetzt nicht mehr Start steht, sondern Ende. Das heißt, ich stelle jetzt den Endpunkt ein und dann kann ich eben entsprechend meinen Endpunkt jetzt zum Beispiel hier unten hinsetzen. Warte einen kleinen Moment und dann kann ich hier wieder auf Einstellen gehen. Dann switcht der Bildschirm wieder und ich sehe sozusagen die Sliderfahrt. Startpunkt, der ist grau umrahmt und der Endpunkt ist weiß umrahmt. Und jetzt brauche ich eigentlich nichts anderes tun, als einfach auf den Videoauslöseknopf zu drücken. Allerdings, Vorsicht, wir haben jetzt hier oben gewählt Full HD 50p. Das ist im Prinzip auch die richtige Einstellung, aber falls sich das aus irgendwelchen Gründen mal verstellt, das ist mir nämlich auch schon passiert, gerade beim Einstellen dieser 4K Live-Funktion, kann es sein, dass er auch mal auf 25p wieder geht. Da würde ich euch empfehlen, auf jeden Fall das nochmal zu überprüfen, damit ihr wieder auf 50p seid, weil das dann nachher im Schnitt dann doch etwas besser ist, wenn ihr mehr Bilder zur Verfügung habt. Und ja, dann tun wir das einfach mal starten. Und dann fährt er letztendlich diese Sliderfahrt von Startposition zu Endposition ab. Das Ganze dauert jetzt entsprechend 20 Sekunden und ich würde in dem Fall einfach sagen, wir warten jetzt einfach mal, bis der hier fertig ist. Ja, und man sieht sehr schön, dass er das sehr smooth macht, also wesentlich ja, besser als man es Handheld überhaupt machen kann und relativ vergleichbar mit einem normalen Slider. So, und jetzt können wir uns das Ganze mal anschauen, das fertige Video, und wir gehen einfach mal auf Play. Und sehen dann, ja, wie schön smooth das letztendlich dann auch aufgenommen worden ist. An sich finde ich das wirklich eine sehr gelungene Funktion der GH5. Die ist mir auch erst recht spät aufgefallen. Und ja, genau, kann ich nur jedem empfehlen. So, ich hoffe, das Ganze war etwas aufschlussreich für euch. Und ihr konntet euch einen kleinen Eindruck davon verschaffen, wie das Ganze funktioniert. Ich kann auch dazu sagen, diese Funktion gibt es nicht nur an der GH5, sondern auch an der G81 und bei der Panasonic G9 und der GH5S sollte es theoretisch auch funktionieren. Also durchaus eine sehr interessante Funktion, die da Panasonic in die Kameras noch mit implementiert hat. Und ja, was soll ich sagen? Wir werden die Funktion definitiv in den nächsten Videos auch noch öfters einsetzen. Seid gespannt. Und ja, ansonsten, falls ihr Fragen noch dazu habt, schreibt es einfach unten in die Kommentare. Und dann werden wir natürlich schauen, dass wir das beantworten können. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Und ansonsten vielen Dank für jedes Abo, jeden Like und jeden Kommentar. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss.